Hallihallo, Walule, herzlich willkommen auf dem Mardi Live Kanal. Heute widmen wir uns mal einem Gegenstand, der gerne genommen wird, aber unterschätzt wird, beziehungsweise auch noch gar nicht so bekannt ist. Wir haben hier einen Observer. Der ist von der Firma Carinthia und das Ding hier ist einfach ein Hybrid aus Zelt und Biwaksack. Ich werde euch heute mal zeigen, wie das Ding aufgebaut wird und was es für Vorteile mit sich bringt. Und ob das tatsächlich was ist für euch da draußen. Ja, was wiegt das Ding? Ich habe gerade überlegt, ich wollte eigentlich eine Waage einpacken, aber es steht leider nicht drauf. Hier mal eingeblendet irgendwo, was das Ding genau wiegt. Ich will jetzt auch keine falsche Aussage treffen, aber es ist definitiv leichter als ein Zelt, aber schwerer als ein normales Tarp, ein bisschen schwerer. Lange Rede, gar keinen Sinn, wir packen das Ding mal aus. Das ist der sogenannte Observer Plus, bedeutet, dieses Plus steht wahrscheinlich für nicht Minus. Ich habe keine Ahnung. Für größer? Der ist noch nagelneu, ich habe den noch gar nicht ausgepackt. Was ist denn ein Observer überhaupt? Na, Observation kennt man ja, diesen Begriff. Ich vermute, dass es daher kommt, und zwar, dass du irgendwo unterm Radar dich hinpacken kannst, ohne gleich gesehen zu werden, du aber selber quasi observieren kannst. Das ist die Erklärung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß auch nicht genau. Mir ist so, als wenn das auch ein militärisches Ding ist, so ein Observer. So, hier haben wir zwei Zeltstangen, alles noch original, verpackt. Nummer 1. Nur mit zwei. Hier sehe ich schon eine Besonderheit. Das ist schon mal hier. Guck mal, das ist so leicht gebogen. Das sind keine. Oh, hallo. Das ging ja jetzt fix. Zack. 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 Heute widmen wir uns erstmal nur den theoretischen und technischen Sachen. Und natürlich steht für mich auch noch ein Praxistest aus. Ich habe in so einem Ding noch nie gepennt. In einem normalen Biwaksack habe ich das schon. Aber der soll deutlich besser sein. Und ob das stimmt, das kriegen wir raus. So. Dann hast du hier diese Plane oder dieses Zeug. Und ich finde krass, es ist halt, fühlt sich erstmal an wie so eine Zeltbahn. Was natürlich der ganz klare Vorteil ist, es ist absolut wasserdicht. Wenn es richtig plattert, kommt da nichts rein. So. Es gibt keine Anleitung bei, aber. Ist halt so ein Hybrid aus Biwaksack und Zelt, ne? Ja, genau. So, ich schiebe jetzt einfach mal eine Stange rein. Die sehen beide identisch aus, deshalb mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass ich ein falsches Loch nehme. Ich schiebe jetzt das hier so durch. Dann hast du hier unten so ein Einrastding für die Füße. Ja. Wie gesagt, ich habe noch keinen aufgebaut. Ich mache jetzt einfach intuitiv. Ah, ich vermute wahrscheinlich, werden die Dinger. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich probiere einfach mal. Hier ist die zweite. Achso, das kommt so über den Einstieg, ne? Ja, genau. Ich weiß jetzt bloß nicht, was zuerst reinkommt. Habe ich hier wieder so einen Fuß? Hier habe ich auch wieder so einen Fuß. Ich glaube, das war's schon. Hey, krass. Dies war's schon. Das ist gar nicht so kompliziert. So. Logischerweise ist das, wo das hier hoch ist, der Kopf, also das Kopfteil. Aha. Kannst du hier einmal reingucken. Also hier vorne hast du echt Platz. Ja, hier. Das ist natürlich geil, wenn du das nicht in der Presse liegt. Genau. Das habe ich auch mehr Platz. So. Jetzt habe ich schon mal geguckt. Du hast hier unten so ein paar, wie sagt man dazu, Laschen, die verteilen sich komplett über den unteren Boden und ich habe die starke Vermutung, das wird für die Isomatte sein. Wollte ich gerade sagen, ne? Dass du die da reinklemmen kannst. Damit du die nicht innen drin reinpackst und halt Raumvolumen verlierst. Ich hole mal eine Isomatte und dann pumpen wir die mal auf und dann schieben wir die mal da rein. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. So, um das natürlich ein bisschen zu beschleunigen, habe ich mir ein kleines Hilfsmittel organisiert. Normalerweise pumpt man jetzt hier mit den Händen. Na, das dauert aber halt gefühlt ewig. Und wozu gibt es Laubbläser? Das hat auch so einen geilen Aufsatz. Wow, hoppala. Sechseinhalb Stunden später. Fertig. Die Spezialkräfte haben ja auch immer einen taktischen Laubbläser dabei. Absolut. Extra für solche Sachen. Ja, geil. So, jetzt probieren wir mal, das hier reinzuschieben. Passt die Isomatte überhaupt für dieses System hier? Das sieht ganz schön schmal aus. So. Ich schiebe das hier rein. Ich
Ist sie vielleicht zu groß? Links sieht das so ein bisschen, als wäre die zu groß aus. Ich muss gleich gucken. Also ich habe jetzt meine genommen, die ich immer gerne nehme. Das ist die zivile Variante von der KSK-Matte. Doch, passt. Ah, könnte ein bisschen. Ein bisschen zu eng, aber das ist ja noch nicht, ist ja nicht schlimm. Aber ist okay. So, jetzt ist das hier quasi rangetackert, unten dran. Und fertig. Jetzt gucken wir mal, wo das. Ach, hier, guck mal, hier kannst du auch seitlich aufmachen. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das auch geht. So, ach, hier ist noch connected. Warte. Rausgehen. Das ist doch nicht der Einstieg hier. Wie geht das jetzt nicht hier? Ja, oder du sollst seitlich da reinrollen. Ah, ich weiß, was der Denkfehler. Einfach den Reißverschluss in die andere Richtung aufmachen. So, ja. Den Reißverschluss einfach hier rüber. Gut, okay. Wieder mein Denkfehler. Was steht hier? Gore-Tex. Polyamid. Vielleicht steht hier auch was drauf, dass der riecht. Server Plus. Do not cover the bivouac sack with any non-air material. Also ich habe gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das die Variante ist, aber es gibt diesen Plus-Observer, der halt eine Anti-IR-Funktion, das heißt, der ist für Infrarottechnik nicht zu erkennen. Es gibt ja, wenn du irgendwo was drauf hältst, Infrarot, leuchtet es ja wie so ein Honigkuchenpferd, aber wenn du halt so einen Stoff nimmst, ich hoffe, das ist so ein Stoff, hast du das halt nicht. So, ich leg mich mal rein, ich würde mir noch einen Schlafsack holen. Schlafsack rein. Ja, und fertig ist eigentlich das Setup, ne? Das ist halt geil. Also wenn du das einmal aufgebaut hast und weißt, wo die Laschen sind und alles, dann hast du das Teil in anderthalb Minuten, steht das. Das ist wirklich gut. Also das war jetzt easy peasy. So, okay, dann probieren wir mal aus. Mal rein. Oh. So, Schlafsack. Schlafsack. So, fertig ist der Bund. Und? Ja, das ist krass. Vom Feeling so? Das ist ein geiles Feeling, weil dein Kopf ja komplett frei ist. Hast du schon mal in einem standardmäßigen Biwaksack gepennt? Ja, das war scheiße. Das war mega, mega kacke, weil das immer an dein Gesicht gehangen hat und du musstest immer die Fresse raushalten. Das heißt, wenn es geregnet hat, war die nass. Von vorne sieht es halt aus wie ein Mini-Zelt. So, weißt du, was das Krasse ist, was ich gerade merke? Ha. Bleib mal vorne an der Front. Ja. Jetzt stell dir vor, boah, es ist ganz schön warm. Und so, oh, das ist mir zu warm. Mach sie einfach auf. Jetzt würden viele sagen, aber Mücken und so. Ja, gebe ich komplett recht, aber... Aber am Netz. Da ist natürlich so ein geiles Netz vor. Machst du den hier? Ja, ist schon geil. Wie cool ist das bitte? Und du hast hier komplett Platz ohne Ende. Du kannst hier drinnen wirklich bequem dich auf den Rücken, auf den Bauch legen und hast nichts im Gesicht. Vergleich mal dieses Ein-Mann-Zelt, was du damals auf Madeira hattest. Ja, nicht so, nein. Weil gucken, wie lange du das aufgebaut hast. Ja, aber das Ein-Mann-Zelt, da hatte ich halt, da konnte ich mich reinsetzen und mich drinnen an- und ausziehen. Das geht hier nicht. Also hier ist mit Sitzen gar nichts. Hier kannst du liegen, kannst die Beine ein bisschen anwinkeln oder so. Okay, also haben solche Zelte... Definitiv. Eine Daseinsberechtigung. Absolut. Okay. Und das war ja ein Ultraleichtzelt. Das war jetzt gefühlt von der Sache her immer noch ein bisschen schwerer. Mhm. Und nicht so robust. Nicht mal ansatzweise so robust wie das hier. So. Ich habe gesehen, hier vorne in der Front ist auch noch eine Tasche drin. Guck hier. Kannst halt so für deinen Krempel, keine Ahnung, Handy oder irgendwas, einfach so dein Zeug reinpacken. Finde ich auch ziemlich cool. Und dieses Fliegennetz. Ist natürlich tight. Und weißt du, was noch geiler ist? Das gibt nicht nur hier ein Fliegennetz, du kannst es auch, wenn du hier jetzt aufmachst, siehst du das hier? Kannst du das sehen? Ah, okay, ja. Machst du hier einfach noch eine Barriere. So. Warte mal, jetzt überlege ich gerade, wo der Reißverschluss dafür ist. Genau, wenn ich jetzt hier da gucke. So, leg mich hier hin. Ah, hier, okay. Dann machst du einfach den Biwaksack auf. Warte. So, jetzt ist der nämlich hier, guck mal, hier vorne auf, siehst du das? Aber... Ich ziehe einfach das Fliegennetz rein und dann guck mal hier drüben. Geil. So, ich kann halt gut observieren, obwohl ich in einem geschlossenen System liege. Aber auch geil fürs Gefühl so. Ja.
dass du dir da einfach da die Netze hochspannen kannst. Ja, also auch wirklich jetzt, das ist ja eine Zirkulation, die entsteht. Guck mal, jetzt hier hast du vorne auf und hinten auf, das zieht hier durch und ja. Du schwitzt nicht so doll. Hast du Durchzug? Ja, geil. Stoßlüften. Also, jetzt ohne Witz, das ist definitiv, also hat das für mich nichts mehr mit einem normalen Biwaksack zu tun, das ist schon Premium hier. Ich finde das mega geil, das Ding. Und ich finde auch, guck mal, hier sind meine Füße. Da hinten ist noch ultra viel Platz, oder? Guck mal, hier sind meine Füße. Ja, ja, das ist nochmal anderthalb mal so viel Platz für deine Füße. Also du kannst easy einen kleinen Rucksack reinpacken und auch die Schuhe. Aber, und das sehe ich als Manko, einen großen Rucksack kannst du hier nicht. Den musst du draußen lassen. Den musst du halt in einen Poncho reinpacken. Ja. Oder so. Ja. Aber geil, also ich feiere das hart. Ich freue mich auch schon auf den tatsächlichen Test bei einem Overnighter. Und jetzt kommt's. Warum überhaupt Biwaksack und nicht einfach eine Hängematte mitnehmen? Ganz einfache Gründe. Stell dir einfach vor, du bist in einer Region unterwegs, zum Beispiel wie in den Bergen, und du hast da gar keine Bäume. Wie willst du denn da eine Hängematte spannen? Geht also nicht. Das Ding hier kannst du überall, wo eine kleine gerade Fläche ist, hinpacken. Selbst wenn es hier runtergehen würde oder hier. Oder du liegst auf dem Kamm. Du kannst dich hinlegen und pennen mit dem Ding. Und bist vorm Wetter geschützt. Wie gut das vorm Wetter geschützt ist, das kriegen wir noch raus. Jetzt sehe ich aber eine Problematik. Wenn man diese Isomatte hier drunter spannt, und du hast keine gute Isomatte, dann kann die natürlich, wenn der Boden rough ist, kaputt gehen. Also würde ich noch mal ganz schnell das Ding reinpacken und noch mal gucken, wie sich das anfühlt. Ja. Aber wenn du das Ding jetzt gegenüber einem Einmannzelt, wann nimmst du das mit? Das hier? Ja. Na, wenn du unter dem Radar bleiben willst, wenn es schnell gehen soll und wenn es halt extrem wenig Platz wegnehmen soll. Ja gut, diesen taktischen Aspekt jetzt einfach mal außen vor. Ja, ein Observer, hast du gesehen, das Packmaß ist deutlich kleiner als von einem Zelt. Habe ich nicht mehr im Kopf, wie groß das Zelt war eingepackt. Okay, also Packmaß. So, komme ich mal wieder raus hier. Und ich denke, die Isomatte jetzt da drunter zu packen, würde ich, also nur, wenn ich eine Plane noch hätte, aber dann hättest du wieder irgendwas, was du noch mitschleppen musst. Ih, Dreck, Natur, ist halt krass, ist halt wasserdicht, ne? Aber die Frage ist, ist das auch wasserdicht, wenn das so auf der Haut aufliegt? So, jetzt siehst du schon hier, guck mal, jetzt siehst du schon. Ja. Nass, Dreck und so weiter, was ich schon, gerade wenn du so eine teure Isomatte hast, ein bisschen gefährlich finde. Aber jetzt guck mal, jetzt siehst du auch hier hinten das Fußteil, da kannst du gut was verstauen. Na, voll. Aber so einen großen Rucksack sehe ich da nicht. Egal, wir probieren mal aus. Aber ich meine, das Teil nimmst du ja auch mit, wenn du mit einem kleinen Rucksack unterwegs bist, eher, ne? Ja, klar. Ja, ich sehe auch so Motorrad- oder Fahrradtour ja, oder sowas. Ja. Da sehe ich sowas geil. So. Hat das auch irgendwie Laschen von innen? Nee. Du schlägst einfach nur rein, glaube ich. Ich würde es so einfach so reinschieben. Ich denke mir halt nur so, die Isomatte ist jetzt natürlich Paradebeispiel für Höhe. Die ist jetzt, glaube ich, fast 7 cm hoch. Das ist natürlich Raum, den du jetzt verschenkst, weißt du? Hier drin. So. Zack. Schnappst du mal rein. Ich glaube, das geht aber trotzdem noch voll fit. Das nimmt nichts. Das ist echt nicht dolle. Also klar, ich merke schon, dass ich hier ein Stück näher gekommen bin. Hier zum Kopfteil, weißt du? Das sieht man schon deutlich. Aber immer noch wirklich. Also. Ja, du hast ja noch mehr als genug Platz. Klar. Also wenn ich jetzt nur so gucke, also hier, guck mal, du siehst ja, hier passt ja noch ein lockeren Kopf drüber. Ja. Das ist schon geil. Das ist schon wirklich gut. Nee, das feiere ich. Geiles Teil. Das ist schon nice. So. Ich freue mich tatsächlich schon auf die erste Übernachtung. Wer die nicht verpassen will, den Hauptkanal auch abonnieren. Ja, natürlich jemand den Live-Kanal auch, gar keine Frage. Rechts aber und links habe ich auch übel Platz. Ich kann hier auch noch ein bisschen Zeug mit reinnehmen, gar keine Frage. Ja, also ich feiere es hart, ich finde es gut. Also Daumen hoch von dir. Von mir ein Daumen hoch. Es gibt nur ein Manko und das muss man einfach auch so sagen. Dieses Teil kostet einfach 600 bis 700 Euro.
Alter, das ist schon eine Nummer, oder? Das ist eine Hausnummer für einen Biwaksack. Also, eigentlich ganz ehrlich, es gibt ja Ultraleichtzelte, die kosten 300, 400 Euro. Das ist ja auch schon teuer. Und ein normaler Biwaksack kostet vielleicht 100 Euro. Und der hier 700 Euro. Aber ist auch eine Anschaffung, die du eigentlich nur einmal machen musst. Ja, wollte gerade sagen. Also das ist auch, weil das Teil ist ja so robust. Klar, wer jetzt überlegt, einfach einen Campingausflug zu machen und das für einmal mitzunehmen, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber ansonsten, wenn du das regelmäßig betreibst und so weiter. Und selbst wenn du mal ein Stück weggehst, wie geil sich dieses Ding hier in die Landschaft fegt, weißt du? Die Farbe ist einfach Bombe. Ja, ist schon geil. Das ist schon mega gut. Wer jetzt quasi Bock bekommen hat und Interesse hat, ich hau einfach mal in die Beschreibung einen Link rein. Ich habe das Ding hier vom BW Online Shop organisiert und muss sagen, geil. Und ich glaube auch, über längere Zeit ist das jeden Cent wert. Es ist halt arschteuer. Punkt, Ende, aus. Das ist auch wirklich das einzige Manko, was ich jetzt in der Schnelle gefunden habe. Vielleicht finde ich auch noch ein anderes Manko im großen Praxistest. Aber erstmal sage ich, von mir einen Daumen nach oben. Der Observer Plus, Bombe. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Gibt es im BW Online Shop. Grüße gehen raus. Ja. Und er hat selber gesehen, wie schnell der Aufbau ging. Also geil. Ja, voll. Ja, dann sind wir am Ende des Videos angekommen. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Wir sehen uns im nächsten Video. Küsschen, euer Survival Martin. Ich mache jetzt einen Powernap. Tschüss, Max. Ciao. Oh. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.